der Hafen Valencias, Tour zur Welt und Schauplatz des zweiten Formel-1-Rennens auf spanischem Boden. Auf die Fans wartet ein weiterer Stadtkurs, ähnlich spektakulär wie in Monaco, zugegeben Glamour-Faktor exklusive. Die Start- und Zielgerade ist mit 185 Metern die kürzeste aller in diesem Jahr gefahrenen Formel-1-Kurse. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt hier bei über 200 Kilometern pro Stunde. Die 5,4 Kilometer verlangen dem Fahrer einiges ab. Immerhin 25 Mal muss man das Lenkrad hier einschlagen. Überholmanöver nicht mitgerechnet, aber die sind hier auch eher rar. Zur Verbindung zwischen Nord- und Südteil des Hafens wurde eine Drehbrücke erbaut, die von den Formel-1-Boliden bei jeder Kursumrundung überquert werden muss. Eine der Schlüsselstellen für die Fahrer, die Rechtskurve nach dieser Hafenbrücke. Hier heißt es so früh wie möglich aufs Gas gehen, entscheidend für eine gute Rundenzeit. Und außerdem nimmt man viel und wichtigen Schwung mit auf die kommende, gleichzeitig längste Vollgaspassage des Kurses. 13 Sekunden Gas nonstop, es geht die Uferstraße entlang auf Topspeed jenseits der 300. Es folgt der härteste Bremspunkt. Der Fahrer trotzt mehr als dem Fünffachen seines eigenen Körpergewichts. Hier ist eine der wenigen Überholmöglichkeiten. Valencia verbindet Höchstgeschwindigkeiten mit Stadtflair. Den Machern der Strecke ist diese Kombination bestens gelungen. Diesen speziellen spanischen Charme schätzen die Fans. Der über 5,4 Kilometer lange Kurs wurde in weniger als einem Jahr aus dem Boden gestampft, weil die Straßen ohnehin schon vorhanden waren und die meisten Tribünen temporärer Natur sind. Kurz vor der Stadtzielgeraden geht's nochmal scharf nach links und dann hinein in Runde 2 von 57.